der Tag, auf den so viele Kinder gewartet haben. Und ich erzähle euch die Geschichte von Josef, Maria und natürlich Jesus. Früher haben die Menschen auch auf Hilfe gewartet und sie konnten es gar nicht abwarten. Wir lesen in der Bibel in Jesaja 7, Vers 14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Viele Jahre später kam ein Engel auf die Jungfrau Maria zu und sprach: Fürchte dich nicht. Er gab ihr die von Gott vorhergesagte Prophezeiung: Du wirst einen Sohn bekommen. Und so geschah, wessen Geschehen bereits vorausgesagt wurde. Maria wurde schwanger und Jesus Christus war geboren. Jesus Christus, ein kleines Baby und gleichzeitig die Hilfe, nein, die Rettung für diese Welt. Als erstes erfuhr es eine Gruppe von Hirten, von einer Schar von Engeln, die sagten: Der Heiland ist geboren. Sie trauten ihren Augen nicht und machten sich auf den Weg. Und als sie selbst Zeuge wurden, gaben sie das Wort weiter und priesen Gott. Zur gleichen Zeit gab es eine besondere Himmelserscheinung, ein Stern, und einige Weisen aus dem Morgenland machten sich auf den Weg, um herauszufinden, was das ist. Bei Jesus angekommen, lobten sie ihn als Gottes Sohn und gaben ihm Gold, Myrrhe und Weihrauch. Das war eine kurze Erzählung, warum wir Weihnachten feiern und wie sich das damals abgespielt hat. Gott selbst ist in Jesus zu dir und mir persönlich gekommen. Zu dir und mir in unser Wohnzimmer. Ein herzliches Hallo wünschen wir dir als Glaubensforum Dierdorf. Du, der gerade hier eingeschaltet hat, oder ihr, die hier gerade eingeschaltet habt, heute ist Weihnachten. Ihr sitzt dann bei euch zu Hause im Wohnzimmer. Der Tannenbaum leuchtet, die Kids freuen sich wahrscheinlich auf die Geschenke. Und das Motto, was wir heute verfolgen als Gemeinde, ist: Weihnachten in deinem Wohnzimmer. Wir freuen uns auf viele Beiträge, wir freuen uns auf viele persönliche Beiträge von unserer Gemeinde, aber wir freuen uns auch auf die Leitung, die euch auch etwas mitgeben will. Wir werden heute im Laufe des Tages viele Videos sehen, viele kreative Videos, viele spannende Videos auch, aber auch viele Videos mit viel, viel Arbeit. Deshalb, ich wünsche euch ein frohes Fest, Gottes reichen Segen. Und jetzt hören wir gerade noch rein, was die Leitung uns zu sagen hat. Der Sohn sagte zum Vater: Ich hasse dich. Und ich hasse dich nicht nur so, ich hasse dich aus meinem tiefsten Herzen. Und ich verspreche dir, ich werde jetzt durch diese Tür hinausgehen. Und wenn ich da draußen bin, ich werde nicht mehr zurückkommen. Und ich will dich wirklich niemals wiedersehen. Bitte merke es dir doch und sag mir nicht, ich soll hier bleiben. Sag mir nicht, wir sollen noch mal reden. Ich werde jetzt gehen und ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und es schien so, als ob der Sohn ihn wirklich hassen würde, als ob dieser Hass echt wäre. Aber eigentlich schämte er sich nur. Er schämte sich aus tiefstem Herzen für das Böse, was er der Familie angetan hatte, für die ganzen Verletzungen, für die er in den letzten Wochen, in den letzten Monaten gesorgt hatte. Und er ging durch diese Tür hinaus und der Vater stand dort voller Tränen und er sagte: Du kannst jederzeit zurückkommen. Er hörte das, aber er warf es sofort weg, wie so vieles in seinem Leben, und er ging hinaus. Und dann nahm er sich vor, das Leben zu leben, mit den neuen Freunden, die er kennengelernt hatte, mit den Menschen, wo er dachte: Das sind die Menschen, die zu mir passen, das sind die Menschen, die mich ausfüllen, das sind endlich Menschen, die mich verstehen, endlich Menschen, mit denen ich das Leben leben kann, wie ich es schon immer wollte. Und er lebte dieses Leben. Er erlebte wirklich viele gute Dinge. Scheinbar. Denn eigentlich wurde sein Herz gebrochen und gebrochen und gebrochen und nochmals gebrochen. Und nachdem er wieder eine ganze Nacht durchgefeiert hatte, Drogen genommen hatte, gedealt hatte und vieles getan hatte, wachte er am nächsten Morgen auf mit Kopfschmerzen, mit Trauer. Und er erinnerte sich so langsam, wie es war, als er bei seinem Vater gelebt hat. Er erinnerte sich daran, wie es war, als sie zusammen gegessen hatten, als sie zusammen getrunken hatten. Er dachte an das warme Licht, was er dort immer gesehen hatte, und er erinnerte sich an die Musik, die sie da gehört hatten, und an diesen Frieden, an diesen tiefen Frieden, nach dem er sich doch so sehr sehnte, jetzt in der ganzen Zeit. Und er sagte: Komm, ich werde es versuchen. Er setzte sich hin und er schrieb einen Brief, und in dem Brief stand: Papa, ich kann mir so vorstellen,
dass du mich nie wiedersehen willst. Und wahrscheinlich wirst du diesen Brief jetzt nehmen und du wirst ihn einfach zerreißen und du wirst sagen, ach, lass den doch, der hat sich so lange nicht gemeldet, der ist einfach böse, der will uns nicht. Aber ich möchte doch nochmal zurückkommen und ich möchte so gerne mit dir reden. Ich erwarte nicht viel, aber wenn du mich nochmal sehen möchtest, dann nimm doch bitte eine Kerze, eine einzige, und stell sie doch bitte auf die Fensterbank, da wo wir immer geredet haben, da wo wir immer zusammen gesessen haben. Er schickte den Brief ab, voller Angst, voller Sorge, und irgendwann setzte er sich in den Zug und es war kurz vor Weihnachten. Er fuhr los, er fuhr in dem leeren Zug, wahrscheinlich waren alle schon bei ihren Familien. Er stieg aus dem Zug aus, er ging die Straßen entlang, er kam seinem Haus immer näher und kurz bevor er in die Straße einbiegen konnte, wo sein Zuhause war, dachte er nach. Wahrscheinlich werden sie sogar die Rollladen gemacht haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt ein Schild steht, wo steht, Sohn, geh weg, bleib fern, wir wollen dich nicht mehr, du hast uns so viel angetan, was willst du von uns? Jetzt, wo es dir schlecht geht, kommst du. Das dachte er sich. Aber dann ging er um die Ecke. Und was er da sah, übertraf seine Erwartungen ins Unendliche. Nicht nur auf der Fensterbank stand eine Kerze, nicht nur die ganze Fensterbank war voller Kerzen. Nein, auch die Treppe, wo er immer ins Haus gegangen war als kleines Kind, die ganze Wiese, wo er Fußball gespielt hatte, der Baum, wo sein Baumhaus war, was er mit seinem Vater gebaut hatte, alles war voller Kerzen, alles war voller Lichter. Er dachte kurz nach, er konnte es nicht fassen, er fing an zu weinen und er ging ein paar Schritte näher und dann sah er ihn. Dann sah er da seinen Papa und er schaute ihn an und er lief auf ihn zu und er sagte, es ist so wunderbar, dass du wieder da bist, mein geliebter Sohn. Und diese Geschichte soll verdeutlichen, wie sehr Jesus uns liebt. Und durch Weihnachten, dadurch, dass wir feiern, dass Gott Mensch geworden ist, möchte Gott uns zeigen, dass er alles dafür gibt, wirklich alles, nicht nur eine Kleinigkeit. Er gibt alles dafür, dass wir bei ihm sind, wirklich alles. Der Vater hätte eine Kerze hinstellen können, ja, das hätte gereicht. Aber er hat tausende Kerzen hingestellt, um seinem Sohn wirklich klarzumachen, du bist willkommen. Und so bist auch du willkommen, der du das gerade hörst, zu Jesus zu kommen. Du musst nichts dafür tun. Es reicht Jesus vollkommen aus, wenn du mit ehrlichem Herzen zu ihm kommst und sagst, hier bin ich. Ich möchte euch heute ein bisschen mit zurücknehmen in die Vergangenheit, so um die Zeit 2000 Jahre zurück, als Jesus geboren wurde. Wenn wir die Geschichte lesen in der Bibel, dann kommt uns das manchmal so vor, dass wir viele Dinge rund um dieser Geburt und dieser ganzen Zeit, dass wir die ausblenden und nur sehen, dass der Retter zur Welt gekommen ist. Wenn wir aber das Umfeld uns näher betrachten, dann sehen wir, in was für einem Chaos eigentlich das Ganze passiert ist. Es gab eine Volkszählung. Alle Menschen wurden verrückt gemacht, mussten ihre Heimatstadt zurückreisen. Und auch Josef und Maria mussten nach Bethlehem in ihre Heimatstadt kommen und das kurz vor der Geburt. Wenn wir heute darüber nachdenken würden, würden wir sagen, Jesus oder Gott, du wusstest das doch. Warum konntest du nicht einfach noch ein paar Tage warten, bis die Geburt da war und dann hätte das passieren können? Aber allein an dieser Geschichte sehen wir, dass Gott alles im Griff hat und Gott nicht abhängig ist von Situationen, die um uns herum passieren. Und genauso wie wir heute eine Situation vorfinden, die wir noch nie erlebt haben und vielleicht auch nie wieder erleben, wir wissen es nicht, ist es so, dass Gott derjenige ist, der alles in seiner Hand hält. Wenn wir aber auch diese Situation nochmal betrachten und uns anschauen, dann gab es einige Personen in der Bibel, die einen klaren Kopf bewahrt haben. Trotz der ganzen Situation, die um sie herum passiert ist, haben sie den Fokus auf das Wichtige gehabt. Wir sehen die Weisen im Morgenland. Auch sie waren davon betroffen, dass die ganze Welt in Aufruhr war. Aber sie sahen einen Stern, haben einen Fokus gehabt und wollten den Retter sehen, wollten den König der Juden erleben. Genauso kamen auch die Engel zu den Hirten auf dem Felde und berichteten ihnen davon, dass dort der Retter geboren worden ist. Und es gab noch viele weitere Personen der Bibel, wo wir sehen, die einen Auftrag bekommen haben, die Informationen, die einfach vom Heiligen Geist geleitet worden sind und die diesen Fokus hatten, sich auf das Wichtige und das Wesentliche zu konzentrieren. Und das möchten auch wir oder auch ich jetzt hier euch weitergeben. In dieser Zeit, wo außenrum vielleicht vieles im Chaos versinkt, einfach den Fokus zu bewahren, uns auch jetzt auf Weihnachten zu besinnen und auf das zu konzentrieren, was Gott dir aufs Herz gelegt hat.
das in den Fokus zu nehmen und egal wie die Umstände sind, zu wissen, Gott ist Herr der Lage. Egal was passiert, egal was nächste Woche passiert, egal was nächstes Jahr passiert und wir sind noch lange nicht am Ende, egal was kommt, wir dürfen einfach ruhig sein und wissen, Gott ist Herr der Lage. Er weiß es und er muss deswegen seine Geschichte nicht umschreiben, sondern es gehört alles dazu. Es gehört zu seinem Plan und es wäre super, wenn auch du dich gebrauchen lässt und du dich einfach von Gott leiten lässt. Ja, hallo zusammen, auch von meiner Seite. Frohe Weihnachten in eure Wohnzimmer hinein, ob ihr es jetzt Abend habt, gemütlich am Feuer oder vor den Kerzen oder ob ihr jetzt schon Nachmittag habt, um mit den Kindern gewisse Sachen zusammen zu feiern. Wir haben jetzt die Geschichte gehört von Jonas, der sehr stark darauf Bezug genommen hat, dass Gott uns annimmt, wie wir sind und dass gerade Weihnachten ein Zeichen davon ist, dass Jesus kommt zu uns Sündern. Ein zweites Thema, was wir jetzt gehört haben, ist das von Johnny, der gesagt hat, hey, es gab Menschen damals, die trotz des Trubels, trotz dessen, dass so viel los war drumherum, am Ende doch den Fokus behalten haben, doch gehört haben, dass dort ein Rufen war, doch gehört haben, dass es dort mehr gibt als nur diesen ganzen Stress. Und ich möchte jetzt darauf eingehen, dass es eine besondere Person, die mir einfach auf dem Herzen lag, in der gesamten Weihnachtsgeschichte gab, die auch das Ganze so miterlebt hat und die auch einfach sich dort gebrauchen hat lassen von Gott selbst. Und das ist Zacharias, der Vater von Johannes, dem Täufer. Ihm wurde vorher schon gesagt, hey, du wirst einen Sohn bekommen, obwohl du älter bist, und du wirst ihn Johannes nennen und er wird Vorreiter sein für Jesus. Und Zacharias stellt dem Engel Gabriel dann die Frage, ja, woher soll ich das denn wissen? Ich bin alt, meine Frau ist alt, wir können eigentlich keine Kinder mehr bekommen. Irgendwie kann ich das nicht so richtig glauben. Und der Engel Gabriel macht ihn stumm ab diesem Moment. Und er bleibt stumm, bis sein Sohn geboren wird. Und dort stellen sie dann die Frage, wie soll er heißen und so. Und Zacharias schreibt dann auf eine Tafel, er soll Johannes heißen. Und in dem Moment löst sich seine Zunge. Und das Erste, was er macht, ist Gott zu lobpreisen. Und diesen Lobpreis, den möchten wir jetzt zusammen lesen, in Lukas 1, Abvers 67. Und sein Vater Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er weissagte und sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David. Wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren, Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben. Dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet, also Johannes, das Kindlein Johannes, wirst ein Prophet des Höchsten, Jesus, genannt werden. Denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen und seine Wege zu bereiten und seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe und denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Zacharias wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wenn wir heute davon sprechen, dass wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dann entsteht das durch Glauben, durch das, dass wir in Beziehung mit Gott treten. Der Vorhang ist zerrissen, Jesus ist gestorben, wieder auferstanden, wir wissen das. Damals, wenn man mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, dann war das genauso besonders wie heute, aber noch mal mehr besonders, weil es einfach von Gott so eingegeben wurde. Und Zacharias ist dort erfüllt vom Heiligen Geist und haut diesen Lobpreis raus. Und ein Gedanken, der mich da einfach sehr gepackt hat, war, viele Juden glaubten ja, dass durch den Messias die Herrschaft durch die Unterdrücker zerbrochen wird. Dass der neue König kommt und die Herrschaft zerbricht. Und in dem Moment waren es halt die Römer, die sie unterdrückt haben. Und dass dieser Messias kommt und sie dort befreien wird und sie werden endlich ein Königreich sein und sie werden endlich in Frieden leben. Aber Zacharias, eingegeben durch den Heiligen Geist, weiß in diesem Moment, was er nicht wissen konnte, dass Jesus vor allem kommt, um Vergebung durch die Sünden zu erzielen und Menschen, die in Todesschatten sind, Menschen, die in Finsternis leben, zu befreien, dem zu entreißen. So wie der junge Mann, von dem Jonas gesprochen hat, der
sich entschieden hat, ich will zurück und dass dort ein Vater ist, der dich annehmen kann, durch Jesus Christus, durch sein Werk. Und ich möchte uns ermutigen, so wie Johnny das gesagt hat, so wie Zacharias hier in diesem Moment, auch in diesen Weihnachten, auch wenn es vielleicht anders ist, auch wenn es vielleicht kleiner ist, auch wenn es vielleicht, ich sag mal, langweiliger ist, die Zeit zu nutzen und zu sagen, hey, der Heilige Geist kann auch heute genauso sprechen. Und er kann dir Erkenntnisse geben, die du heute vielleicht noch gar nicht weißt, aber durch diese Erkenntnis einfach einen großen Schritt in deinem Glaubensleben, in deiner Beziehung zu Gott selber machen kannst. Deswegen möchten wir euch ermutigen, wirklich da dran zu bleiben, in der Nähe Gottes zu bleiben, so wie Samuel, zu hören, was hat Gott mir an diesen Weihnachten zu sagen, auch wenn die Zeit vielleicht wirklich, wie gesagt, langweiliger erscheint. Nutzt die Zeit, lest euch Dinge durch, beschäftigt euch mit neuen Themen, setzt euch Wahrheiten aus, die Gott über euch denkt, die Gott über euch sagt, so wie das Beispiel mit den Kerzen. Gott nimmt euch an, Gott liebt euch, ist eine Grundwahrheit. Aber Gott hat auch viele Dinge mit euch vor. Ihr habt so viel Potenzial, wir als Gemeinde haben so viel Potenzial und dort will Gott einiges hineinsprechen, da bin ich überzeugt von. Setzen wir uns dem aus, lasst uns dem aussetzen. Wieso wie Zacharias, der dann in diesem Lobpreis Wahrheiten ausspricht, von denen er nichts wissen konnte. In dem Sinne wünsche ich euch frohe Weihnachten. Danke. Hallo an alle zu Hause, die im Wohnzimmer jetzt uns zuschauen. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Und ich möchte da anknüpfen, was Jonas, Johann oder auch John und Serge gesagt haben. Und wir haben ja gehört, dass Gott seine Geschichte schreibt. Und ich möchte aus Johannes Evangelium einen Vers lesen, der mir letzte Tage sehr wichtig geworden ist. Johannes Evangelium 1, Vers 14. Ein Teil davon möchte ich lesen. Da schreibt der Johannes, er, also Jesus, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir haben die Geschichte von Jonas gehört, wo ein junger Mann sich mit seinem Vater verzopft hat und weggegangen ist. So ging es eigentlich uns allen Menschen mit Gott. Seit Adam und Eva aus dem Garten Eden rausgehen mussten, sind alle Menschen getrennt von Gott. Und Gott hat immer wieder versucht, in seiner Geschichte in die Beziehung, in die Verbindung mit Menschen zu kommen. Wir lesen schon im Alten Testament, wo Gott zu seinem Volk sagt, ich will unter euch wohnen. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat und ich will unter euch wohnen. Und das zieht sich bis ins Neue Testament, wo Jesus Christus geboren wird und sagt, er lebte unter ihnen. Aber Jesus Christus geht sogar noch weiter und in Johannes 14 sagt er, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Johannes 14 ist das Kapitel, wo Jesus Christus über den Heiligen Geist spricht, dass der Heilige Geist kommen wird. Und da sagt er diese Worte, ich bin in euch und ihr seid in mir. Die Geschichte, die Gott schreibt, die geht viel weiter als nur unter euch oder mitten unter euch zu wohnen. Sondern Jesus möchte in uns leben. Und Jesus sagt, wir sind in ihm. Eine Verbindung, die enger und tiefer gar nicht geht. Eine Verbindung, die über alle Verbindungen, die wir kennen, hinausgeht. Und wir lesen auch in Johannes Evangelium, dass diese Verbindung das ewige Leben ist. Die Verbindung, die Beziehung mit Gott, mit Jesus Christus, ist das ewige Leben. Das bedeutet, wir haben das ewige Leben schon jetzt. Wo wir in diese Verbindung mit Jesus Christus kommen, haben wir das ewige Leben. Und das, was hier auf dieser Erde jetzt wir erleben,
das, was hier auf dieser Erde auf uns jetzt so auf uns zukommt oder die Ängste, die jetzt uns umgeben oder in uns sind oder die Sorgen, wenn wir in die Zukunft schauen, die sind eigentlich nur etwas hier auf dieser Erde. Wir sind eigentlich gar nicht mehr so sehr davon mit betroffen, weil wir in Jesus Christus leben. Weil wir schon in diesem ewigen Leben leben. Und unser Wunsch ist, dass ihr wirklich in diesen Tagen euch diese Wahrheiten immer wieder bewusst werdet. Dass ihr diese Wahrheiten im Wort Gottes liest oder über diese Wahrheiten nachdenkt. Denn das, was man sich anhört, das, was man sich anschaut, das prägt das Herz. Das prägt uns. Und das gibt uns entweder Mut oder füllt unser Herz mit Angst. Und wenn wir die ganzen Nachrichten, die heute im Fernseher oder im Radio oder in der Zeitung sind, uns ständig anschauen und anhören werden, werden wir immer mehr in Angst und Sorgen verfallen. Aber wenn wir uns in Gedanken rufen, was Gott spricht, was Jesus spricht, was Gott für Wahrheiten über uns ausspricht oder über unsere Zukunft oder über unsere Gegenwart, da wird unser Herz sich mit Frieden füllen und mit Freude. Und das ist unser Wunsch, dass wir ein Weihnachten oder Weihnachtstage haben, nicht voller Sorgen vor der Zukunft, sondern voller Frieden und Freude, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind, weil wir das ewige Leben haben und weil wir keine Angst vor der Zukunft haben brauchen. In diesem Sinne wünschen wir euch gesegnete Weihnachten und einen frohen Mut für dieses kommende Jahr. Ohne Angst, dass wir in das kommende Jahr hineinschauen, hineingehen können, weil wir wissen, dass Gott seine Geschichte schreibt. Wow, danke euch viel für diese wundervolle Botschaft, die aber auch gleichzeitig herausfordernd ist. Aber auch auf einer Seite echt ermutigend, und deswegen ermutige ich euch jetzt in dieser Lobpreiszeit, überlegt mal, geht in euch, fragt euch, Herr, was erwartest du von mir? Was denkst du darüber? Wo stehe ich dort über das, was sie gerade gesagt haben? Deshalb betet, singt mit, ich ermutige euch, singt mit, weil das strahlt eine Freude aus, die dem Herrn Wohlgefallen bringt. Deshalb, wir gehen jetzt in den Lobpreis und danach sehen wir uns wieder mit vielen, vielen schönen Videos. Menschen suchen einfach nach der Liebe, und wir kennen den Weg, wir kennen Jesus, und wir dürfen das einfach weitergeben. Gerade in dieser Zeit dürfen wir die Liebe Gottes weitergeben.
Stalle steht, dem Licht dieser Welt. Jesus, unser Retter, du kamst als Kind in diese Welt. Jesus, unsere Hoffnung, der Stern erhält die Nacht der Welt. Jesus, du bist König über alle Macht der Welt. Ich rufe Halleluja, wenn der Feind mir gegenübersteht. Ich rufe Halleluja, so laut, bis jeder Zweifel geht. Ich rufe Halleluja, als Waffe sing ich nur für dich. Ich rufe Halleluja. Der Himmel kommt und kämpft für mich. Ich singe auch in der Mitte eines Sturms. Lauter und lauter wird dieses Lied zu hören sein. Raus aus der Asche, Hoffnung erwacht. Der Tod ist entmachtet, der König regiert. Ich rufe Halleluja mit allem, was ich heute bin. Ich rufe Halleluja, die Finsternis wird vor mir fliehen. Ich rufe Halleluja, inmitten aller Unklarheit. Ich rufe Halleluja, denn du hast mich von Angst befreit. Ich singe auch in der Mitte eines Sturms. Lauter und lauter wird dieses Lied zu hören sein. Raus aus der Asche, Hoffnung erwacht. Der Tod ist entmachtet, der König regiert. Ein bisschen lauter, sing ein bisschen lauter,
sing ein bisschen lauter. Sing ein bisschen lauter. Sing ein bisschen lauter. Wenn der Feind mir gegenübersteht, sing ein bisschen lauter. So laut, bis jeder Zweifel geht. Sing ein bisschen lauter. Als Waffe sing ich nur für dich. Sing ein bisschen lauter. Der Himmel kommt und kämpft für mich. Ich singe auch in der Mitte eines Sturms. Lauter und lauter wird dieses Lied zu hören sein. Raus aus der Asche, Hoffnung erwacht. Der Tod ist entmachtet, der König regiert. Ich singe auch in der Mitte eines Sturms. Lauter und lauter wird dieses Lied zu hören sein. Raus aus der Asche, Hoffnung erwacht. Der Tod ist entmachtet, der König regiert. Ich rufe Halleluja. 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 Ja, wir haben einfach eine Hoffnung, dass Jesus bald wiederkommt. Und egal, was um uns herum passiert, wie die Umstände auch sind, dass wir jetzt jeder zu Hause sind, Gott hört uns und wir dürfen einfach unsere Stimme erheben und proklamieren, Herr, komme bald. Und dazu lade ich euch herzlich ein. Die ganze Schöpfung, nah oder fern, ebne den Weg für den Herrn aller Herr. Jesus kommt bald zurück. Ruft alle Menschen, macht euch bereit, er wird erscheinen in Herrlichkeit. Jesus kommt bald zurück. Wie die Braut auf ihren Bräutigam warten wir hier. Wann kommst du an unser Herz? Sehnt sich so nach dir und singt. Herr, komme bald, Herr Jesus, komm. Herr, komme bald. Jesus, komm. Recht wirst du schaffen, alles wird neu. Du bleibst für immer wahrhaftig und treu. Jesus, komm bald zurück. Wie die Braut auf ihren Bräutigam warten wir hier, wann kommst du an unser Herz? Sehnt sich so nach dir und singt. Wie die Braut auf ihren Bräutigam warten wir hier, wann kommst du an unser Herz? Sehnt sich so nach dir und singt. Herr, komme bald,
Wow, wie toll. Jetzt noch zum Schluss dieses ganzen Gottesdienstes wollen wir euch einfach sagen, wir wünschen euch frohe Weihnachten, wir wünschen euch ein gesegnetes Fest und hey, du, der gerade vor diesem Fernsehen, vor deinem Mobiltelefon oder was weiß ich stehst oder sitzt oder auch liegst, dem wünsche ich einfach wirklich Gottes Segen. Ich wünsche dir wirklich, dass du Gott erlebst, dass du einfach Gott in dieser Kerze sehen kannst, dass du dieses Feuer einfach näher kennenlernst. Hey, Gott sagt nicht, dass du alleine sein musst. Unser Herr ist ein großer Gott. Er will, dass du Gemeinschaft mit ihm hast. Er will nicht, dass du alleine bist. Er will nicht, dass es dir schlecht geht. Hey, deswegen, wenn du Fragen hast, wenn du irgendwas dir auf dem Herzen liegt, wo du einfach nicht weiter weißt alleine, dann melde dich doch einfach genau hier unter dieser E-Mail-Adresse. Da sind Leute, ist unsere Leitung, die werden dir antworten, die werden sich in Kontakt setzen mit dir und sie investieren Zeit für dich, weil eins viel, viel größer ist als wir alle und das ist unser Herr, das ist unser Gott und das ist unser Herr, der heute auch geboren ist. Und ich wünsche dir ein wunderschönes Fest, ich wünsche euch ein wunderschönes Fest. Genießt es, habt Freude daran. Wir als Glaubensforum sagen ciao und viel, viel Spaß bei diesen Videos, die ihr gemacht habt. Grüner Kranz mit roten Kerzen, Lichter glänzen in allen Herzen, Weihnachtslieder, Plätzchenduft, Zimt und Sterne in der Luft. Garten trägt sein Winterkleid, wer hat noch für Kinder Zeit? Leute packen, basteln, laufen, grübeln, suchen, rennen, kaufen, kochen, backen, braten, waschen, rätseln, wispern, flüstern, naschen, schreiben, Briefe, Wünsche, Karten, was sie auch von dir erwarten. Doch wozu denn hetzen, eilen? Schöner ist es doch zu verweilen und vor allem dran zu denken, sich ein Päckchen Zeit zu schenken. Und bitte lass noch etwas Raum fürs Christkindlein unterm Baum. Thank you.
Warte, warte. Jetzt. Weihnachten euch allen. Auch von mir. Machst du mit, Liz?
Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig, unmöglich ist nichts meinem Gott. Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig, unmöglich ist nichts meinem Gott. Die Berge sind sein, die Flüsse sind sein, die Sterne schuf alle der Herr. Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig, unmöglich ist nichts meinem Gott. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Grüner Kranz mit roten Kerzen, Lichter glänzen in allen Herzen, Weihnachtslieder, Plätzchenduft, Zimt und Sterne in der Luft. Garten trägt sein Winterkleid, wer hat noch für Kinder Zeit? Leute packen, basteln, laufen, grübeln, suchen, rennen, kaufen, kochen, backen, braten, waschen, rätseln, wispern, flüstern, naschen, schreiben, Briefe, Wünsche, Karten, was sie auch von dir erwarten. Doch wozu denn hetzen, eilen? Schöner ist es doch zu verweilen und vor allem dran zu denken, sich ein Päckchen Zeit zu schenken. Und bitte lass noch etwas Raum fürs Christkindlein unterm Baum. Die Jahreslosung 2020. Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
2020 heißt Vertrauen und Glauben. Nein. Die Wahrheit ist, dass 2020 einsam und verängstigend ist. Ich glaube nicht, dass ich in diesen Tagen zur Ruhe kommen kann. Dass ich den Weg nach innen finde. Dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt. Es ist doch so, dass die Zeit rast. Ich weigere mich zu glauben, dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint. Dass ich mit anderen Augen sehen kann. Es ist doch ganz klar, dass Gott fehlt. Ich kann unmöglich glauben. Nichts wird sich verändern. Es wäre gelogen, würde ich sagen, Gott ist da. Gott ist da. Es wäre gelogen, würde ich sagen, nichts wird sich verändern. Ich kann unmöglich glauben, dass Gott fehlt. Es ist doch ganz klar, dass ich mit anderen Augen sehen kann, dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint. Ich weigere mich zu glauben, dass die Zeit rast. Es ist doch so, dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt. Dass ich den Weg nach innen finde. Dass ich in diesen Tagen zur Ruhe kommen kann. Ich glaube nicht, dass 2020 einsam und verängstigend ist. Nein, die Wahrheit ist, 2020 heißt Vertrauen und Glauben. Heute hast du wahrscheinlich Besuch bekommen, wenn du bei uns als Glaubensforum Dierdorf als Mitglied gilt. Die Leute, die heute sich denken, was für ein Besuch und was meinte er jetzt? Wenn du heute noch nicht vor deine Haustür geschaut hast, es liegt ein kleines Geschenk dort für deine Familie, für dich selbst alleine. Wir als Glaubensforum Dierdorf sagen nochmal Dankeschön, dass es dich gibt und wir wünschen dir wirklich frohe Weihnachten. Und hier nochmal kurze Momente von paar Leuten, die wir besucht haben. Genießt es und wir sagen jetzt endgültig Tschüss, euer Glaubensforum.